In Rosenheim nämlich. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Den Ort. Also die Stadt. Wurde ja Februar nahe mehr oder weniger Schauplatz eines tragischen Zugunglücks. Darauf will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt genauer eingehen. Und da hatten wir einen Voldemort, das ist mittlerweile ein Real. Und natürlich, es ist als Anwohner, wenn du da sowieso direkt wohnst, wie zum Beispiel meine Tante, die wohnt da direkt daneben, die hat 5 Minuten im Auto dahin. Ach Schmarrn, was sag ich, 5 Minuten? Das sind maximal 3 Minuten, wenn die Ampeln günstig stehen. Wenn man natürlich bei jeder Ampel direkt kurz nach der Grünphase kommt, wo die Ampel gerade auf Rot schalten, dann kann es natürlich schon sein, dass man 5 Minuten braucht statt 3 Minuten. Weil es sind, glaube ich, schon 3 Ampeln. Und Ampelschaltungen sind der Feind eines jeden Autofahrers. Weil man immer Pech hat, grundsätzlich. Das ist wie Murphys Gesetz. Wenn man es eilig hat, hat man garantiert nur rote Ampeln. Und wenn man Zeit hat, ist immer alles grün. Das ist irgendwie immer so. Außer man macht Bleifuß und rennt durch, ne? Aber auf jeden Fall, wo es sich ja eigentlich hinaus wollte, als Anwohner ist natürlich so ein Real, wo du einfach hingehst und halt wirklich dann alles hast, wenn du rauskommst. Der Real hat ja auch Elektroschrott. Gut, Schrott ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Elektronikartikel, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen. Der hat halt einfach alles. Der hat auch eine große Spielwarenabteilung. Er hat halt einfach wirklich alles, ne? Und das Anwohner ist natürlich das Praktischste. Ja, ich gehe zum Real. Bin dann da eine Stunde drin. Zahl dann da meine 150 Euro. Für den Wocheneinkauf für meine Familie mit 2 Kindern, bla bla. Und gutes. Ist natürlich eigentlich, wenn man es so überlegt, eine sehr umweltfreundliche Lösung, weil wenn man das jetzt mal bei uns aufs Dorf rechnet, wenn man jetzt mal sich mal vorstellt, macht das so über die Tour, über die Einzelhandelsgeschäfte, die ich vorhin erläutert habe, dann ist man bei uns ähnlich lange unterwegs. Hat weniger Sortiment und fährt einige Zeit lang, also fährt mehrmals quer durchs Dorf, ja, um die Einzelhandelsgeschäfte zu besuchen. Das ist natürlich jetzt für die Einzelhandelsleute besser, weil man halt erstens, also alleine schon fürs Dorf, man fährt das lokale Geschäft. Allerdings so vom Umweltaspekt, CO2-Aspekt, ja, weiß man jetzt nicht, ne? Man hat halt deutlich mehr Autofahrt. Andererseits, wenn man halt dann nach Rosenheim 20 Minuten erstmal mit dem Auto reinfährt, ist natürlich auch anders. Weil dann hast du, hier ist Kohle, auch erstmal wieder die 20 Minuten Autofahrt. Und spätestens da hast du dann das CO2, was du dir durch das Pendeln zwischen den ganzen Geschäften sparst. Also noch die Fahrt zum großen Geschäft wieder drin, deswegen garantiert sich das nur wirklich für Anwohner. Aber der Einzelhandel stirbt halt langsam wirklich aus, wenn man nicht irgend so ein Spezialgeschäft hat oder so Reparaturservice oder halt irgendwas, was es so, womit man sich abheben kann, ne? Keine Ahnung, ein veganer Supermarkt, auch wenn ich den ganzen veganen Hype absolut nicht nachvollziehen kann. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal, weil wo zieht man die Grenze, ja? Wenn man sagt, man ist Veganer, weil man sagt, man möchte was für die Welt tun, kann ich dann heißt, hat man da mein vollstes Verständnis. Kann ich die Leute auch wirklich nachvollziehen, weil wenn man sich so ernährt und den Lebensstil so lebt, wie wir Europäer es zu tun pflegen, mit dem ganzen Fleischkonsum, davon kann die Welt nicht leben. Dafür haben wir die Ackerflächen und das ganze
Landwirtschaftszeug nicht. Man sagt zwar immer, ja, unsere Welt reicht aus, aber nur wenn man die Ernährung auch anpasst, ja. Weil für ein Kilo Fleisch braucht man 10 Kilo Weizen, um das ein Kilo Fleisch aufzuzüchten. Darüber muss man sich schon im Klaren sein. Oder sind sich halt einige nicht, ja? Das ist ein Riesenproblem. Und wenn man aus diesem Grund sagt, ich bin Veganer, kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Andererseits ist es eigentlich, also ist, man kann auch einmal die Woche Fleisch essen. Aber dann würde ich auch wirklich sagen, dann nicht das Fleisch vom Discounter aus der Kühlabteilung, sondern dann geht man wirklich zum Fleischerfachwerkhandel, also ich weiß nicht, wie das heißt, Fleischerhandwerk oder so. Jedenfalls dieses rote F in diesem in der Raute da mit dem roten Rand. Ja? Weil da geht man dahin, da weiß man, also da kann man halt auch direkt den Metzgermeister fragen, ja, von wo hast du denn dein Fleisch her? Der macht das alles selber. Das ist Einzelhandel. Es ist teurer, ja, aber die Qualität ist besser. Es ist gesünder. Du hast wesentlich weniger Schadstoffe im Fleisch. Und das Allerbeste ist, es ist zu 90% halt auch wirklich regional. Ja, wenn das Discounterfleisch kommt, ja, was weiß ich, Niedersachsen. Das ist doch totaler Irrsinn, dass man das einmal quer durch Deutschland macht. Das ist die Kühltransporte alleine schon wieder für Energie verbrauchen, ne? Auf jeden Fall, wenn man aus dem Grund sagt, ja, ich bin Veganer, weil ich weiß, dass man, je weniger Fleisch man isst, desto mehr Nahrung gibt es auf der Welt. Da braucht man gar nichts dagegen sagen. Das ist so. Da kann ich mich eigentlich auch in meine eigene Nase packen, weil ich esse sehr, sehr, sehr gerne Fleisch und ich bin da absolut das Anti-Vorbild quasi zum Thema ja, vegane Ernährung. Ich könnte das nicht, also ich habe es auch nie wirklich probiert, weil Vegetarier kann ich noch eher verstehen. Aber vegan ist finde ich übertrieben, persönlich. Aber Vegetarier ist eigentlich schon mal in der Überlegung wert, ob ich das nicht mal probiere. Nur muss ich dazu, also während des Studiums ist das quasi schwierig nur möglich, wegen der Mensa. Weil man muss halt sagen, für allein schon für Mensa ist es einfach schwieriger, eine vegetarische Küche in einer guten Qualität und mit einer Variabilität durchzuführen, wenn man halt wirklich auf Fleisch verzichtet. Und es wird schwierig, vor allem weil es halt an Gemüse und an pflanzlichen Sachen halt doch einiges gibt, was nicht jedermanns Sache ist. Also ich bin da wirklich teilweise sehr heikel. Ich mag vieles an Gemüse, kann ich absolut nicht haben. Oder auch Fisch. Fisch ist halt wirklich auch so gar nicht meins. Dafür esse ich für mein Leben gern Cordon Bleu. Und ich merke es halt auch selber, wenn ich koche, dann ist das extrem fleischlastig. Also wirklich. Einfach weil ich für mein Leben gerne Fleisch esse. Und ja, das muss man halt entweder akzeptieren oder halt nicht. Ich akzeptiere Vegetarier. Ich bin sehr stolz auf sie, wenn sie das aus der Überzeugung tun, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Das finde ich halt wirklich vorbildlich und gut. Wie gesagt, ich schaffe das leider nicht. Einfach weil es auch bei mir teilweise tatsächlich an der Kochkunst scheitert.
weil ich keine Ahnung habe, wie ich mal das meiste Gemüse zubereitet und ich dann doch zu faul bin, mir da was anzugucken. Noch dazu, dass das Gemüse, also dass man nicht immer alles an Gemüse kriegt. Noch dazu, Wochenmarkt gibt es bei uns nicht, erst recht nicht im Winter. Und dann hat man halt wieder auch nur das Gemüse vom Supermarkt, was dann wieder aus Spanien kommt, wo dann wieder der Grundwasserspiegel durch diese ganzen Gemüseplantagen so weit abfällt, dass die normale Bevölkerung akute Wassernot hat. Und das will man eigentlich auch nicht unterstützen. Und ansonsten regionales Gemüse ist halt schwierig zu bekommen, ja? Weil ich persönlich kenne keinen einzigen Gemüsebauer. Und das, obwohl ich mitten auf dem Land wohne, ja? Wir haben sehr viele Milchbauern mit Biogasanlagen. Aber so ein Bauer, der wirklich so einen Bauernhof im klassischen Stile betreibt, wo man halt wirklich alles findet, so Gemüse, Gurken, in Gewächshäusern. Wenn, dann haben wir nur Futtermais für die für Kühe und Tiere halt, für die Tierhaltung, die dann wieder bei unserem Metzger landen. Ja, oder? Ja, was heißt oder? Das war's eigentlich. Also bei uns auf den Feldern wächst nur Getreide. Das dann schon sehr selten. Heu, also einfach nur Gras, Wiese, wilde Wiese mit Kräutern drinnen für die Kühe, dann für den Vorrat für den Winter. Das gibt's dann noch heute viel, also die Silagen da, das sind diese die bekannten Plastik-Grasrollen, die dann so im Spätsommer, einmal im Spätsommer und einmal im Oktober auf den Feldern liegen. Dann dort gären in einer nicht alkoholischen Gärung, also in einer sauerstofflosen Gärung. Da wird dann mehr, da wird dann Zucker produziert, der das Ganze dann halt wirklich extrem nährhaft macht. Und deswegen ist es auch ganz, ganz schlecht, wenn da kleine Kinder auf die Felder gehen und dann einfach so als Gag, weil Spaß macht, Löcher da reinschneiden. Weil dann hast du da Sauerstoff im Gärungsprozess drinnen und dann kann es dir passieren, dass das ganze Teil anschimmelt und wenn du das nicht rechtzeitig merkst, dann werden deine ganzen Kühe davon krank und du hast ein echtes Problem. Es ist sehr traurig, dass das halt wirklich passiert. Andererseits, was willst du machen? Sechsjährige wissen das halt nicht, dass sie damit einen extremen Schaden anrichten. Ich meine, es sind halt Kinder. Es sind halt dann immer wieder so die, sagen wir mal, so denkt, ja, mein Gott, lasst die Kinder doch eigentlich Kinder sein. Die können das nicht wissen. Beim nächsten Mal machen sie es dann nicht mehr, wenn man sagt, dass davon, dass der Willi vom Bauernhof nebenan, vom Bauer Willi, von dem wir unsere Milch kriegen, dass dem dadurch der halbe Stall krank geworden ist. Da machen die es auch nicht mehr. Außer sie mögen den Willi absolut gar nicht, dann machen sie es schon noch, weil sie halt sagen, oh, der Willi ist aber ein ganz ein Gemeiner. Der ärgert uns, also der scheucht uns immer von den Feldern, wenn wir da spielen. Dann machen wir das weiter. Das sind so Trotzreaktionen, kennt man ja. Gibt's immer. Und naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich kenne, wie ich da hingekommen. Ich glaube, wegen Gemüsebauern. Also wir haben wirklich eigentlich nur, soweit ich das jetzt beurteilen kann, nur Milchbauern, die halt auch, ja, Obstbäume haben sie halt noch im Hof selber drinnen. Und viele haben sich halt auch auf Tourismus spezialisiert. So Urlaub auf dem Bauernhof. Bla bla. Kennt ja auch jeder mittlerweile. Ist ja wirklich sehr beliebt eigentlich.